You are the chosen few, protectors of our world. This is your time. Und willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem deutschen EA-Spiele-Kanal der Community. Und ja Leute, was gibt's Neues in Battlefield 5? Was wird uns Neues erwarten nächsten Monat, diesen Monat noch? Und was erwartet uns eigentlich jetzt an DLCs und neuen Maps? Und ja, was ist eigentlich in Battlefield 5 los? Das erfahrt ihr jetzt alles in diesem Video. Leute, kommen wir jetzt erstmal zu diesem Monat. Und zwar, was ist eigentlich mit diesem Monat los? Ich weiß auch nicht. Dieser Monat hat uns nichts Wertvolles gebracht, bis auf zwei große Bugfix-Update, die eigentlich zur Hälfte gut waren. Ja, also gut waren sie schon für den einen Teil der Community, aber nicht für den ganzen Community-Teil. Also ja, war nicht ganz so alles prickelnd, sag ich mal, in diesem Monat. Aber im nächsten Monat wird es anders, Leute. Und zwar, nächster Monat bringt uns ein neues DLC. Und zwar, das Griechenland-DLC fängt nächsten Monat an. Ja, Leute, nächsten Monat kommt das Griechenland-DLC. Warum sage ich jetzt erstmal Griechenland-DLC? Ja, es steht nirgendwo, dass Griechenland-DLC kommt oder das Griechenland-DLC wurde nirgendwo gesagt oder genannt. Ja, aber es ist ein Griechenland-DLC. Und zwar in Battlefield 1, Leute, kommen wir erstmal zu Battlefield 1. In Battlefield 1 waren DLC mit 2 bis 3 bis 4 Maps, ja, so meistens bestückt. Also nicht so viel. Ja, und jetzt in Battlefield 5 erhalten wir zum Griechenland-DLC 2 Maps oder wahrscheinlich auch 3 Maps. Also da kommt auf jeden Fall gut was auf uns zu. Und ja, was bekommen wir eigentlich für eine Map im Mai zum Griechenland-DLC noch dazu? Und zwar, Leute, bekommen wir die Map Merkur. Leute, wenn ihr nicht wisst, was Merkur oder was warum die Map Merkur heißt, dann guckt euch doch mal mein Battlefield 5 Infovideo an zur Roadmap. Ja, die erschienen ist diesen Monat. Letzten Monat erschienen ist so rum. Guckt euch dazu mal mein Video an. Wird auf jeden Fall ja, sehr hilfreich sein in Bezug auf solche Sachen. Aber ich erkläre es nochmal für euch Leute jetzt und zwar, die es nicht wissen. Merkur ist der Name einer Operation der Deutschen, die in Griechenland angegriffen haben. Und zwar, das war die erste große Fallschirmjäger-Landemission, die es überhaupt auf der Welt gab bis dahin. Und man muss sagen, ist auf jeden Fall ziemlich episch, wenn man bedenkt, dass diese Map hier extra reingemacht wird für, sag ich mal, diese Operation und natürlich auch so ein epischer Name noch. Ja, finde ich einfach richtig cool und ich freue mich richtig auf diese Map, weil diese Map wird am Strand spielen, an der Küste, wird wahrscheinlich auch wie in Battlefield 1 bei Tuning Tides sein. War es Tuning Tides? Ich glaube, ja, Tuning Tides war es. Nicht Tides of War, Leute, nicht verwechseln. Tides of War ist Battlefield 5, das ist komplett was anderes. Tuning Tides ist das DLC in Battlefield 1, wo es Ostsee oder Nordsee war. Nordsee auf jeden Fall, glaube. Ja, dann noch das mit Cup des Helles war. Also ich denke mal, es wird so wie Cup des Helles sein, dass man an der Küste startet, dann ins Land reinkommt und dann noch weiter ins Land reinkommt und dann noch eine Map kommt, die noch weiter im Land drin ist. So ungefähr, denke ich mal, wird das wahrscheinlich sein. Wie in Battlefield 5 große Operation jetzt schon ist. Ja, auf jeden Fall, ich bin schon mal gespannt auf Merkur, die Map, wie groß sie sein wird und wie interessant sie sein wird. Ja, und ich würde mal sagen, kommen wir zum nächsten. Und zwar im Juni erwartet uns, als allererstes steht da noch, ja, Vorposten, neuer Modus. Ich weiß jetzt persönlich nicht mehr aus dem Kopf, welcher Modus das war, aber ich glaube, das war auch noch so irgendein sinnloser Modus. Auf jeden Fall, ja, wir brauchen keine neuen Modis, die andere Namen haben, weil am Ende ist es eh wieder Eroberungsabklatsch, Grand Operations Abklatsch. Ja, was wollen wir noch? Ja, du kannst alles über die Schulter werfen, auf gut Deutsch gesagt, ne? Kannst alles wegschmeißen, es ist alles Müll im Sinne der Community, sag ich mal. Ja, kommen wir jetzt auf jeden Fall zum Juni. Und zwar, Leute, Juni, Kapitel 4, gegen jede Chance, ist der Titel für den Juni. Und Leute, was erwartet uns da? Im Juni erwartet uns als allererstes mal als Beschreibung aus nächster Nähe neue Karten und Modi. Eine gute Beschreibung, das beschreibt nämlich Teil 2, ja, am besten. Und zwar Teil 2 des Griechenland-DLCs. Und zwar erwartet uns Marita, die neue Karte in Battlefield 5, ja, zum zweiten Teil, wie schon gesagt, im Griechenland-DLC. Und ich muss sagen, ist auf jeden Fall eine ziemlich interessante Map. Weil wir sehen auf diesem Bild ja, einen Bomber, als wird es da Flugzeuge geben. Und wir sehen Berge, sehr viele Berge. Und eine Kirche sehen wir da. Also es wird wahrscheinlich eine
bergige Map sein, mit, auf der wir Flugzeuge spielen können. Und ja, die im Herbst ist, wie man sieht, weil die Bäume haben alle Farben und also haben alle verschiedene Farben, sind jetzt schon im roten, orangenen Ton und gelben. Also ist auf jeden Fall am Jahresende und ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was uns da noch so erwartet. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die Map sein wird, wie dieses DLC sein wird. Ja Leute, kommen wir jetzt aber direkt auch noch zum nächsten, was uns im Map in diesem Monat erwartet. Und zwar wartet uns noch etwas. Häuserkampf. Noch eine neue Karte. Und ja Leute, wie schon gesagt, es werden sehr wahrscheinlich 3 Maps sein in dem DLC. Und es wäre richtig geil, wenn das die 3. Map in diesem DLC wäre. Oder? Das wäre doch richtig geil. Auf jeden Fall Häuserkampf. Das heißt, es wird wahrscheinlich so wie eine Karte in Battlefield 5 werden, die ich denke mal kennt jeder Amir, der Battlefield 5 gespielt hat. Also ja, ich schätze mal schon, so eine panzerbasierende, infanteriebasierende Karte wird das sein. Also nicht allzu viel Tamtam, sag ich mal. Ja, das Bild dazu ist stark verdunkelt und ein bisschen verpixelt, ein bisschen sehr verpixelt. Aber wir sehen da auf jeden Fall eine Rauchwolke, ein Haus. So im Battlefield 5 Style, sag ich mal. Also, naja, ist nicht so interessant, sag ich mal, das Bild schon mal. Ich muss persönlich auch sagen, ich finde Häuserkampf immer so nebensächlich, außer es ist eine coole Map. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich auf Battlefield 5 am Ende, weil ich denke mal, die Map Berlin wird auch reinkommen. Schätze ich schon. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Herbst, Leute. Und der Herbst, Kapitel 5. Da steht noch nichts dazu, da steht nur Herbst 2019, Kapitel 5 beginnt. Dann, also beginnt dann, steht nicht mal da, steht nur Kapitel 5. Aber ich bin auf jeden Fall mal richtig gehypt auf diesen Monat. Und zwar auf die Monate, weil diese Monate werden die legendärsten Monate in Battlefield 5 für mich zumindest. Schon mal, weil diesen Monat kommt ein neues DLC schon wieder raus. Und zwar beginnt, heißt es erstmal allgemein, den Riesen wecken. Und ja, Leute, das ist ein ziemlich geiler Name, muss ich schon sagen, für ein geiles DLC. Und zwar groß angelegte Invasion an einem neuen Kriegsschauplatz. Ja, Leute, das heißt, wir werden definitiv ein neues DLC dort erhalten, auch nochmal für euch zur Bestätigung. Und ja, ich muss sagen, es ist wirklich ziemlich cool, weil woher wollen wir jetzt wissen, was das für ein ist und warum bin ich so gehypt? Ja, es ist nämlich der Pazifikkrieg, Leute. Das ist alles der Pazifikkrieg, der uns dann erwartet in diesen paar Monaten im Herbst. Und zwar, woher soll ich das wissen? Oder beziehungsweise, woher wissen wir das? Weil es wissen ja eigentlich schon die meisten der Battlefield 5 Community wissen das. Und zwar, weil dieses Bild, was ja stark verdunkelt und verpixelt ist im Hintergrund, zeigt im Prinzip den Pazifikkrieg. Und zwar hat jemand dieses Bild in einem Buch gefunden, wiedergefunden, ungefähr die Umrisse, hat das ein bisschen verhellt und so alles, natürlich, damit man es besser erkennt. Und dann hat er das, genau das Bild im Buch gefunden und dieses Bild zeigt im Prinzip den Pazifikkrieg. Und da muss ich sagen, es wird wirklich episch, wenn wir dann im Herbst 2019 das Pazifik-DLC bekommen und das dann noch bis in Januar rein supportet wird, das wird dann richtig episch werden, dieses Jahr noch am Ende. Und ich muss sagen, ich freue mich richtig auf dieses DLC, weil neue Bomber, neue Flugzeuge, neue Klassen, neue Aussehen, neue Maps und neue Fahrzeuge. Und zwar ganz besonders neue Fahrzeuge und neue Maps. Und zwar, wir haben mit dem Pazifikkrieg China gegen Japan, Japan gegen USA und wir haben Japan gegen Engländer auch noch. Und ja, das war es eigentlich schon so. Also wir haben auf jeden Fall so 3 hauptsächliche Kämpfe. Und ich muss persönlich sagen, beim Pazifikkrieg kann man sehr viel machen, weil es gibt eigentlich sehr viele Maps. Wir können auf einmal auf Amerika spielen, wir können einmal auf Asien-Kontinent spielen, also in China. Dann können wir noch bei den japanischen Inseln spielen. Also da gibt es ziemlich, ziemlich viel, was dazu im gemeinen Gameplay zu beiträgt. Und ich muss sagen, persönlich, Leute, mir gefällt am meisten die Idee, Kreuzer zu fahren und Kanonen abzufeuern vom Kreuzer, wie in World of Warships. Der ein oder andere kennt das Spiel, ja. World of Warships ist ja auch ein Schiffsspiel, was im Zweiten Weltkrieg spielt. Und ich muss persönlich sagen, ich finde das richtig, richtig cool und ich mag diesen Gedanken,
von diesem coolen DLC sehr. Und gerade von dem Schiff fahren und Bombern fliegen und Jägern fliegen, das gefällt mir richtig cool, die Idee. Gut, die Idee. Und ja Leute, schreibt mal rein, wie ihr das findet, dass jetzt zwei DLCs kommen. Sehr wahrscheinlich dass definitiv zwei DLCs kommen. Wie schon gesagt, das Kreta DLC kommt vom Mai bis Juni und dann kommt direkt, und dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen supported, und dann kommt direkt im Herbst noch hinten dran das nächste DLC, der Pazifikkrieg. Und ich muss sagen, ich freue mich richtig darauf. Schreibt mal rein, wie ihr das findet. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit Battlefield 5. Und Leute, nicht vergessen, ich bin jetzt auch auf Insta aktiv. Also, auf Instagram bin ich jetzt auch aktiv. Also, schaut doch mal alle unten in die Videobeschreibung. Da kommt ihr auf meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, lasst doch alle mal dort noch ein Follow da, damit wir dieses Jahr noch die 100 Abonnenten da schaffen. Wir sind jetzt schon 25 Leute. Ich danke euch vielmals für euer Abo auf Insta. Ich danke euch vielmals für das Abo hier auf YouTube. Und lasst mir bitte noch allen ein Like da und ein Abo da. Das würde mich so supporten und das würde mich richtig, richtig freuen. Also ich sag mal, bis dann. Viel Spaß. Ciao. Und danke fürs Zusehen. Ich werf eine Hand an.